Ja, aber dumm von mir. Ich hätte vielleicht vorab speichern sollen. Okay. Die E-Mails gehe ich gleich auch, lasse ich einmal gleich durchlaufen. Okay. Aber ich wollte gar nicht lähmen. Hey! Komm, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt! Backpuls. Außer Gefecht. Ist sie nur gegen Cyborgs gut oder was? Okay. Ach komm, hör mal die Spark. Komm, geh kaputt, geh kaputt! Oh mein Gott. Also viel Energie ist anders. Auf jeden Fall. Okay, gucken wir uns jetzt erstmal hier ein bisschen um. Nichts. Nichts. Nehmen wir mit. Ah, guck mal. Was ist das? Kampfverstärker. Ja, ich habe aber schon um einiges weniger an Medipacks, ne? Komm, geh kaputt, geh kaputt. Gehst du wohl, gehst du wohl. Glücklicherweise trifft er auch nicht so gut. So, okay. 10 Stück hatte ich gerade noch, ne? Das ist ja schon krass. Das ist ja schon ein Unterschied zu dem, was ich jetzt hier noch habe. Ja, ich will jetzt natürlich genauso toll die Map als auch nochmal erforschen. Was ist mit dir? Nichts, natürlich nicht. So. Wir müssen doch gleich eigentlich schon wieder da sein, wo wir eigentlich hin wollten. Menschliche Leiche. Nichts. Schultern zerstören. Haben wir es jetzt auch wehgetan? Ich hoffe doch nicht. Ja, genau, wunderbar. Das wollte ich haben. Heilung finde ich, glaube ich, hier immens wichtig in dem Spiel. Den Spark brauche ich nicht. Es ist aber genau das gleiche. Squarkstrahl, genau. Oder Spark. Whatever. Ach, guck mal, hier sind wir schon. Cool. Dann wollen wir aber nochmal einmal kurz hier so hin, so, da so. Dann verwirrt mich das nämlich nicht, dass ich da nochmal unbedingt hin möchte. Jut, jut. Dann würde ich sagen... Ach, die Geheimtür, natürlich, natürlich. SV-Lehmpfeile. Ich kann hier mit den ganzen Abkürzungen leider noch nichts anfangen. Also hier ML und sowas. Davon müsste ich jetzt auf jeden Fall relativ viel haben. Ich weiß noch nicht, was es ist. Oh, Heilung. Nehmen wir mit. Dankeschön. So, okay. Dann mache ich jetzt gleich nochmal das Brückenrätsel. Müsste jetzt mittlerweile kein Problem mehr sein. Ich möchte da nicht runter. Ja, genau, stirb. Ich warte nochmal. So, ne? Zack. Ich hab's mal kompliziert gemacht. Jupp. Dankeschön. Wobei das erste Hilfepack von unten, das hätte ich ja schon gerne, ne? Okay, ich fände es auch cool, wenn sich meine Energieanzeige wieder aufladen würde. Ein bisschen Sorge, wenn ich hier jetzt runtergehe. Okay. Schade. Ja! Wundertoll. Hui! Vergiftung. 24 LBP. 24 mal Little Big Planet. Okay. Das ist ordentlich, ey. Ihr Pisser. Echt. Ich will da hoch. Gehst du da hoch? Oh. Nur kurz gucken. Es klingt schlimmer, als es ist, offensichtlich. Und gleich kriege ich wahrscheinlich die absolute Überdosis. Ach, guck mal. Komm hier nach oben. Schön. Hat sich aber nicht gelohnt, meiner Meinung nach. Deswegen lade ich den Spielstand nochmal neu. Ich will definitiv nicht runtergehen. Habe ich mich gerade zu entschlossen. Aber da können natürlich tolle Sachen sein. So Updates und sowas. Und das da hinten. Ja, ich weiß nicht, verstehe ich. Speichern. Ich will wissen, was es ist. So. Eine Batterie. Gut. Immerhin. Ja, also ist ja schon nicht verkehrt, ne? Also wenn ich dann meine Cyborg-Kräfte aufleveln kann. Erste Hilfe. Der Arsch da oben hat mich getötet. Und jetzt schon wieder. Ah, alles klar. Fortfahren. Okay, dann machen wir doch einfach nochmal. So. Okay, brauche ich meinen Sparky Barky. Ja, den gibt's hier auch, ne? Wie bei Spyro.
Penner! Bring mich nicht hier in meine Bredouille hier rein. So. Erste-Hilfe-Kasten ist sehr, sehr gut. Und noch eine Splitter-Granate. Die eine Kiste dahin, die lasse ich einfach mal Kiste sein. Ich weiß noch nicht genau, wie gut ich mit den Granaten zurechtkommen werde. Hier ist mit Selbstmord. Energietechnisch sieht es nicht mehr ganz so gut aus. Fuck, fuck. Wenn ich hier irgendwie überlebend rauskomme. Ah, wunderbar, okay. Hey, okay, gut, dann, nein, falsch. Erstmal nochmal so ein Medipack fressen. Dann speichern. Jo! So ein bisschen wie bei Half-Life, ne? Du hast hier nicht leider nur einen Knopf hab zum Speichern. Also einen schönen Quick-Save-Button, den gibt's ja leider nicht. Oder? Wenn es hier gibt, ne? So sagt es mir bitte. Nehmen wir auch mit. Alles, was wir an Munition mitbekommen können, ne? Warum nicht? Entladen. Ja, ich will eigentlich nachladen, aber das darf ich wahrscheinlich nicht, ne? Die MacPulse, die ist schon recht fett, muss ich sagen, aber auch die ist gut. Guck, noch ein Erste-Hilfe-Kasten. Cool. Keiner, der mich abschießen will, das ist gut. Mal gucken. Okay. Kam ich wahrscheinlich schon lang. Vorsichtig, vorsichtig. Menschliche Leiche. Muss doch irgendwo der Mörder sein. Na, okay, dann nicht. Ach, der hat nur Müll. Na gut. Honig! Okay. Nein. Ja. Nein. Da, Datenleser. Honig! Die biologischen Experimente haben meine Kameraden völlig verwandelt. Ich fürchte, das Showdown mittels einer Maschine im Alpha-Quadranten die Überlebenden in Cyborgs verwandelt. Wenn wir den Schalter umstellen können, dürfte die Maschine wieder Leute heilen, statt sie zu Cyborgs zu machen. Okay, das haben wir doch schon mal gehabt. Einmal kurz nur die, damit ich weiß, dass ich die schon hatte. Nicht, dass mich das hinterher noch verwirrt. Wir haben die Vorräte aus dem Westen. Noch ein Erste-Hilfe-Kasten. Warum kriege ich denn jetzt so viele? Bitte Sichtverbesserung, okay. Achso, das ist nur auch so ein temporäres Ding, denke ich mal, was ich fressen kann. Oh ja, ich habe gerade so einen leichten Fingerkrampf. Okay, vorsichtig. Ah, ist schon geil, das macht richtig Bock, das Spiel, muss ich wirklich sagen. Ich war so ein bisschen vorsichtig erstmal mit meiner Meinung, dass ich gedacht habe, ist das Spiel denn überhaupt was? Mal gucken. Ah, die nächste Brücke ist fertig, okay, alles klar. Aber es macht schon Bock hier, die ganzen Sachen zu erkunden hier und dann findet man hier da was und so und dann denkt man, ah, wieder Munition. Ist schon geil. Und vor allem, man kriegt ja wahrscheinlich auch noch ein paar, ich sag mal, Verbesserungen, Upgrades für seine, Funktion. Weil hier zum Beispiel, wo war das Hardware, ne? Hier, da in dieser Version 1 rundum. Aber hier habe ich, glaube ich, schon genau Pulsar Level 2. Das ist, glaube ich, alles nur, das ist, glaube ich, das, was ich für den Cyberspace habe, meine Fähigkeiten. So, machen wir das so. Ich finde das so mit der Sicht ist auch recht komfortabel. Ich habe die Karte im Blick. Schon geil, ey. Doch. Über 20 Jahre alt, das Spiel. Haben sie sich auf jeden Fall Gedanken gemacht. Was ist mit dem Sound los? Achso, das war nur die Musik, die jetzt weg ist. Und die jetzt wieder da ist, besser gesagt. Conversion! Okay. Aber ich habe schon lange keine Kameras mehr gesehen, ne? Was ist hier los? Okay, wisst ihr was? Speichern. Jo! So. Vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste. Oder wie heißt das? Kenn ich aus Asterix das Zitat. Okay, hier ist wieder so ein Anti-Schwebemoppet. Ah, wir sind an der... Ui, ui, ui. Hey. Ganz ruhig, Brauner, ja? Sie haben den Ninja-Stern beschmissen. Ich glaub's nicht. Fortfahren. Gut, dass ich gespeichert habe. Seht ihr, ne? Ad. Achso, war gut. Gasgranate. Bringt mir auch super viel gegen, hier, ne? Sag schnell. Gegen Cyborgs wahrscheinlich. Aber warte mal. Was sehe ich denn da? Ah, schön. Schön ist das. Doch, gefällt mir. So, dann klauen wir uns die hier nochmal weg.
Sonst ist hier nichts, ne? Musik ist aber immer noch sehr interessant, auf jeden Fall. Bin immer noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Ich muss die Sicherheitsstufe runterkriegen. Hui! Aha. Penner! Hab ich mich doch noch erwischt. Arschloch. Was geht hier unten ab? Möchte ich... Scheiße! Na, egal. Ich muss mal kurz Pipi machen. Ne? Ich bin mal eben weg. Bis gleich. So, hier sind wir wieder. Ich bin jetzt erleichtert, ja. Was war jetzt hier nochmal Sache? Genau, hier der Arsch da unten. Achso. Ja, alles checken. Oh, ist das geil. Echt. Vielen Dank, ne, für den Tipp dieses Spiels. Ich wollte es ja schon seit Ewigkeiten mal reinziehen. Habe ich ja schon mal bereits erwähnt im letzten Part, glaube ich, hoffe ich. Und jetzt ist es endlich soweit. Und es macht echt Bock. Das hat auch so eine ganz... Das spielt sich überhaupt nicht wie ein Shooter, finde ich. So, das ist halt... Das hat halt ganz andere Sachen, also ganz andere Hintergründe, finde ich. Also, das, es ist nicht so, dass ich jetzt so ein Gefühl habe, als würde ich jetzt so ein altes Doom spielen oder so, sondern einfach... Was ist jetzt passiert? Scheiße, ach, keine Ahnung. Sondern... Ach so, die Tür ist auf, ne? Ja, okay. Also, es ist nicht, als würde ich jetzt hier so ein Doom spielen oder so, oder ein Duke Nukem. Das hat halt eine ganz andere... Ein ganz anderes Feeling einfach. Es hat eine ganz coole Atmosphäre, finde ich. Achtung! Okay, die KI ist auch durchschaubar, aber sie sind ja auch alles nur Maschinen, ne? Natürlich. Nehmen wir mit. Aber es ist ja alles halt auch sehr begrenzt, ne? Ui! Okay, fuck. Ich brauche Heilung. Und vor allem brauche ich auch, hier Energie, ne? Ich glaube, ich habe nicht erwischt. Scheiße, okay. Okay, jetzt habe ich so ein kleines Problem, weil ich habe keine Energie mehr. Ja, fuck! Scheiße, hat nicht funktioniert. So, okay, machen wir das nochmal. Ja, das kann jetzt natürlich sehr interessant werden, tatsächlich, in der Tat. Ich denke mal, mit den Pfeilpistolen kann ich bei den Cyborgs nicht viel erreichen. So zumindest mein Gefühl. Können wir mal ausprobieren. Ja, mit Betäubung sowieso nicht. So, gucken wir nochmal. Zack. Es blutet auf jeden Fall. Doch, tatsächlich. Funktioniert. Weil hatte mir jetzt auch, ich glaube, der Lothar war es, glaube ich, der hat mir geschrieben, dass man bestimmte Waffen gegen bestimmte Gegnertypen einsetzen sollte. Und ich hatte jetzt gedacht, ein Cyborg, ne, wenn der jetzt so einen Pfeil in den Kopf kriegt, dann macht höchstens einmal Ping und das war's dann. Ist mir dann relativ egal. Achso, wir machen dann mal kurz die Tür, machen wir natürlich auf. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, ich muss nachladen. Fuck. Ja, lade doch bitte. Ach so, nein. Also, okay, normale Nadelpistole, okay. Guck mal, vielleicht ist das so ein bisschen besser. Komm, geh kaputt! Oh, Himmel, Arsch! Okay. Energie ist echt überschaubar, ne? Okay. Einmal laden. So. Ich glaube, ich sammle. Nein! War das schlimm? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Warum ist das hier so rot? Das war die Tür. Oh no. Okay. Achso, nee. Jetzt hör auf, mich zu verwirren, Spiel. Kamera aktiviert, Sicherheitstor. Sicherheitstor? Was? Wie? Warum? Oh Mann, ich habe ein Problem. Ich speichere mal ab. Mal gucken, ob ich das irgendwie hinbekomme. Aber das mit der Maussteuerung ist schon top, echt. Nein, kriege ich nicht hin, okay. Muss ich vorher noch mal eine Heilung fressen? Machen wir. Ups. Alter, was ist denn hier los? Das ist, glaube ich, der Berserker-Modus, ne? Ich hoffe es zumindest mal. So, okay. Nichts. Ich sehe leider nicht viel. Okay, der Berserker-Mode, der macht mir Angst. Oh mein Gott, ich will wieder sehen, bitte. Scheiße. Was war da gerade? Achso, das war ein Knopf. Achso, für die Tür, okay. Diagnosemodul nicht aktiv. Alter, lass mich bitte wieder normal sehen, okay? Ich bin... ist das normal so?
okay, weil dann schmeiß ich die nämlich weg. Weil, was will ich mit zwei Pfeilpistolen, ne? Ich weiß auch nicht, wofür die Lehmmunition gut ist. Oh, Gott sei Dank, ich sehe wieder was. Oh, mein Gott. So. Energiegitter, okay. Okay, das machen wir auch nochmal kaputt. Bums, Bums, Bums. 82% immer noch, ey. Hier, hier, ne? Das ist doch hier, wo der gesagt hat, dass hier die Maschinerie ist, die die Leute da umwandelt in Cyborgs. Und dass das eine Heilstelle ist. Und das wäre natürlich super, wenn ich das hinbekäme. Bin ich irgendwo ein Cyborg? Bin ich jetzt total bescheuert? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Moment, ich muss mal kurz mich orientieren. Genau, hier kam ich hoch, ne? So, zack. Oder habe ich den schon getötet, der mich sonst immer umgebracht hat? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Der war doch hier irgendwo. Oh, da kommt er. Uiuiui, okay, speichern. Okay. Pfeilpistole. Die nehme ich. Okay. Kleines Arschloch, wo bist du? Hä? Wo bist du? Ah, reicht leider nicht ganz aus. Moment, ein Gefühl einmal. Ah, da ist ein Gitter vor. Scheiße, okay. Jetzt habe ich noch 6. Oh, hat genau ausgereicht. Himmelarsch. Okay. Und Lamp-Pfeile, meinetwegen auch das. Scheiße! Fuck! Okay. Und nochmal. Nein. Jo. So. Vorsichtig. Vorsichtig. Okay. Und laden. So. Direkt nochmal neu. Oh! Hey, hey, hey. ML Standardmunition. Was ist ML? Gucken wir nochmal, wenn ich jetzt hier entladen mache und dann. Ich habe nur einen dafür, tatsächlich. Scheiße. Okay, machen wir da. Zack. Okay. Immer wieder schön auffüllen natürlich. Es ist auch gut, dass ich keine Nachteile habe. Nicht aktiv, nicht aktiv. Nicht aktiv, okay. Brrr. Komplexes Level, echt, ey. Also komplexe Levelstruktur. Aha. Scheiße. Okay. Cool. Was ist ML-Munition? So sagt es mir bitte. Bleirohr brauche ich nicht. So, mal durch. Mit Q! Ah, okay, mit Q wechsle ich die Waffen. Eine Schockbombe. Die nehmen wir natürlich mit. Okay. Ansonsten Licht nicht benutzbar. Finde ich cool, dass sie auch wirklich jede Struktur irgendwie benannt haben. Okay, so. Geht doch. Die habe ich durchsucht, ne? Ja, okay. Das dachte ich mir schon fast. Will ich aber eben noch nicht hin. Da kam ich her. Gehen wir erstmal hier entlang. Ganz vorsichtig. Aber auch hier ist nichts. Keine Kamera, kein gar nichts. Ach, Gruppe 1 Zugang. Lähmgewehr. Ja, eins reicht eigentlich, ne? Noch eine Granate. Volle Granate, Renade. Oh, cool. Achso, nee. Da geht's weiter. Relaiskasten. Nicht benutzbar. Nichts ist hier benutzbar. Glaub's ja nicht, ey. Na ja, gut. Ich suche eigentlich nur die scheiß Heilstation, die mir hier versprochen worden ist. Was? Nein! Ah! Hier, mein Fernseher will sich ausschalten. Warum willst du das tun? So, okay. Ach, weil er denkt, du guckst so viel Fernseher, ist nicht gut für die Augen. Denk, oh, fick dich, du Arsch. Ihr wisst, wo ich gerade hingucke, ne? Da oben links auf der Karte. Da ist noch eine Tür, aber das machen wir später. Oh mein Gott! Neue Nachricht erhalten. Wie zum Teufel? Wie rufe ich ihn jetzt ab? Moment. Datenleser. Rebecca! Ich hoffe, dies kommt durch. Shodan versucht, die Übertragung zur Station zu blockieren. Wir haben neue Indizien darüber, was auf Citadel passiert ist. Edward Hugo? Ich bevorzuge eine ruhige Station. Vielen Dank.
Grusiges Scheißviech, echt, ey. Fick dich. Lass mich in Ruhe. So, komm. Shodan! Alter, Shodan persönlich redet jetzt hier mit uns, oder was? Ja, komm. Zack. An alle Cyborg-Einheiten. So wie wir diese Station vom Menschenbefall gereinigt haben, so werden wir auch die Erde säubern. Der Tachyonen-Bergbaulaser wird für die Zerstörung der Städte der Erde vorbereitet. Echt gruselig. Dieser Aufzug gehört mir. Mit meinen Computern und Kameras habe ich totale Kontrolle über diese Ebene. Okay. Kackviech, echt, ey.